Ich habe meine Community im Discord gefragt, ob ich auf ihre Videos reagieren und Kritik abgeben darf. Es sind zahlreiche Videos reingeschickt worden, ich habe mir diese angeschaut, Kritikpunkte, Verbesserungsvorschläge notiert und werde die daraus resultierenden Tipps in 5 Punkte zusammenfassen, damit ihr diese bei eurem nächsten Video ja, beachten könnt, um mehr Klicks und Zuschauer zu bekommen. Oh Leute, es ist schon wieder Dezember und die Zeit vergeht so schnell. Heute machen wir aber mal ein cooles Video. Wir fokussieren uns heute mehr auf Tipps fürs Video-Editing, aber ich erkläre euch auch, warum ich manche Videos anders gemacht hätte, warum ich manche Konzepte anders gemacht hätte, weil es hierbei auch um grundlegende Sachen einfach geht, die man auf YouTube beachten sollte. Kommen wir erstmal zu diesen 2 Videos. Einmal ein Video, was über Super Mario Bros. Geht und einmal das Projekt Niemandsland. Bei diesen 2 Videos ist es extrem schwer, irgendwas übers Video-Editing zu sagen, weil hier leider nicht geschnitten wird. Also, ich habe ja schon mal meine Meinung zu Gameplay-Videos gesagt. Die könnt ihr hier oben finden. Ich habe dazu ein extra Video gemacht. Einfach nur Gameplay hochzuladen mit Entertainment, so wie man es im Stream machen würde, ohne Schnitte, läuft heutzutage auf YouTube nicht mehr. Ihr müsst die Leute unterhalten, ihr müsst irgendwie schneiden. Also klar, da sind ein paar Timelapses mal drin, aber da ist nicht viel geschneidet. Zum Beispiel beim Projekt Niemandsland, da wird halt direkt von Anfang an gesagt, ja, jetzt machen wir kurz ein bisschen Acker. Aber ist nur Gameplay. Deswegen empfehle ich euch da, fangt ein bisschen an, Videos zu schneiden oder unterhaltsam zu gestalten. Dann kommen wir zum nächsten Video. Das war, ich habe 50 Tage Minecraft gespielt. Ich habe insgesamt 50 Tage Minecraft gespielt und dabei bereits 180 von 1099 Erfolgen erhalten. Jetzt nehmt euch zurück und viel Spaß mit der nächsten Folge. In der Folge hatte ich mehrere Ziele. Zum ersten wollte ich eine Eisenfarm bauen, danach wollte ich Netherite farmen gehen im Nether. Als nächstes wollte ich dann eine Farm bauen, damit ich mich nicht mehr um Essen sorgen musste. Außerdem wollte ich eine Mobfarm bauen. Also mein erster Eindruck, das Video ist sehr gut geschnitten. Man muss ja mal schauen, für welche Zielgruppe man ein Video produziert. Ich würde sagen, dieses Video passt perfekt zu der Zielgruppe. Man will eine Zielgruppe ansprechen, die das Video nebenbei laufen lässt, die sich berieseln lässt. Diese 50 Tage Minecraft-Challenges, Hardcore-Challenges, da gibt es ja auch ganz extreme Beispiele mit diesen Videos, die eine Stunde lang gehen. Ganz ehrlich, das schaut sich keiner richtig wirklich an. Es ist halt wirklich nur so zum Berieseln lassen, nebenbei vielleicht selber zocken und ja, dafür sind solche Videos halt gut. Das Video, das hier eingesendet wurde vom User Samu8000, hat eigentlich einen guten Grundmut. Also, es ist sehr ruhig und entspannt. Allerdings gibt es auch hier oft Probleme. Bei solchen Videos ist es immer sehr schwierig. Denn einerseits will man das Ganze entspannt haben, dass Leute sich das nebenbei anschauen können. Doch letztendlich als YouTuber will man ja auch ein bisschen weiterkommen. Und deswegen muss man die Aufmerksamkeit von einem Zuschauer erreichen. Also Attention Grabbing nennt man das auch im Englischen. Deswegen achte mal darauf, am Anfang deines Videos viel energischer zu sein. Wenn du was sagst am Anfang, dann tu weniger in die Stimme reinschneiden, nimm das dann lieber nochmal auf, dass alles in einem flüssigen Satz ist und versuch mehr Energie in deinen Satz oder in deine Stimme reinzubekommen. Später kannst du dann im Verlauf des Videos das Ganze schon entspannter angehen, deine Stimme ruhiger machen, ja, dass halt wirklich diese Zielgruppe wieder anspricht, die sich berieseln lässt. Allerdings am Anfang schon energisch, dass die Leute überhaupt da bleiben, weil wenn es nicht zu einem gewissen Teil energisch ist, dann schalten die Leute ziemlich schnell ab. Wenn man jetzt ein weiteres Beispiel braucht, wenn es um sowas wie diese Aufmerksamkeit erlangen geht, dann ist das nächste Video ebenfalls ein gutes Beispiel, nämlich Stream Highlights von den letzten Monaten vom User CEO. Ladies and Gentlemen und damit herzlich willkommen zu den Stream Highlights aus den letzten paar Monaten. Leute, natürlich in der Zeit, wo ich schon wieder offline war. Wenn ihr noch mehr Infos dazu braucht, schaut doch gerne einfach hier bei dem Video vorbei. In der Zeit habe ich natürlich immer noch ein bisschen gestreamt. Das heißt, es sind noch viele ganz viele lustige Clips entstanden. Und ich habe euch jetzt einfach mal die Clips aus den letzten 4 Monaten. Kommen wir mal zurück zu dem Punkt, die Aufmerksamkeit vom Zuschauer reichen am Anfang. Dann würde ich dir empfehlen, schneid das nächste Mal einen Clip, den besten Clip eigentlich aus der Compilation, direkt an den Anfang rein. Warum? Wenn die Leute dann den Clip sehen, dann sind sie erstmal begeistert. Oh, da gibt's ja geile Clips, haben so eine Erwartung. Dann kannst du dein Intro machen, entspannt. Die Leute wissen schon, okay, ich habe jetzt bereits Clips gesehen. Dann sind die schon mal ein bisschen befriedigt. Und dann kriegen sie die weiteren Clips. Also das ist so mein Gedanke dahinter, deswegen würde ich das immer so machen. An sich hast du schon das ein bisschen gut umgesetzt, weil du ja von der Seite des Bildschirms mit deinem Stuhl reinkommst und dadurch die Aufmerksamkeit deiner Zuschauer auf jeden Fall schon mal ein bisschen erreichst. Dann kommen wir zum nächsten Video, welches gleichzeitig aber auch 2 andere Videos verbindet, weil die alle so ungefähr den gleichen Fehler gemacht haben, wenn es um Video-Editing geht. Das schauen wir uns aber jetzt an. Gehen wir mal zum Video This is Formula One vom User Landis Gaming. Out and away we go! Beckons while you dream.
wenn man eine Compilation macht, so eine wie hier, dann würde ich immer darauf achten, sie perfekt zum Video zu schneiden. Das heißt, wenn der Beat von der 1 kommt, würde ich schneiden auf einen anderen Clip. Sonst wirkt das ziemlich schnell so, als hättest du im Rohschnitt einfach nur Clips zusammengefügt und dir nicht so viel Mühe dabei gegeben. Wenn du das beim nächsten Video machst, wird das von der Musik her auf jeden Fall schon mal sehr entscheidender Faktor sein vom Flow des gesamten Videos. Das nächste Video, nämlich Montage 2 von Abdur OG, ist nämlich ein besseres Beispiel dafür, dass die Clips schon besser zur Musik geschnitten wurden. Allerdings ist hier das große Problem, dass der User immer in die Musik gecuttet hat. Das heißt, zwischendrin war dann einfach mal kurz so für 2 Frames keine Musik. Das war dann immer sehr stotternd. Dann war die Musik sehr leise, ist dann an einem anderen Zeitpunkt wieder entstanden, war aber noch derselbe Song. Also das ist ein großes Problem. In den Kommentaren wurde zwar geschrieben, er soll mehr auf die Videoqualität achten, ich würde aber eher an der Musik arbeiten, wenn es um den Videoschnitt geht. Denn rein aus Produktionsgründen her ist immer der Sound wichtiger als das Bild. Das nächste Beispielvideo, mein erster GoPro 12 Vlog von Ibrahim, der hat das eigentlich schon besser gemacht. Der hat nicht in die Musik reingecuttet und das Video ist an sich vom Schnitt solide geschnitten. Allerdings muss man die Musik hier anders wählen. Das ist nämlich das Problem mit Copyright-Free Music. Es ist diese Standard-Copyright-Free Music, die bereits jeder kennt. Also wenn man die heutzutage noch in Videos einbaut, dann werden die sehr schnell ziemlich unprofessionell, sehr billig. Deswegen würde ich darauf achten, Copyright-Free Music zu verwenden, die nicht unbedingt diese Standard-Copyright-Free Music ist. Bei den Videos, die jetzt alle reingesendet wurden, war halt das Problem, es sind Videos in bestimmten Nischen und deswegen kann man da auch nicht so viel am Videoschnitt machen, weil der Videoschnitt an sich für die Videoart passt. Allerdings so Sachen wie Musik sind halt schon sehr essentiell. Wenn man sich jetzt das Video Dan Schneider, der gruselige Skandal auf Nickelodeon, vom User abgestreamter anschaut, das kombiniert alles so ein bisschen. Der Videoschnitt an sich super gut für das, wie die Art des Videos ist. Allerdings fehlt hier, dass man am Anfang die Leute catcht. Am Anfang wurde eine längere Passage nur Englisch geredet und man muss diesen Text aktiv lesen, versteht aber den Zusammenhang gar nicht. Würde man jetzt zum Beispiel den Satz sagen, Fußfetischist, Vorliebe für junge Leute und etliche Skandale, Dan Schneider und dessen gruselige Skandale bei Nickelodeon, dann wäre das schon mal ein geiler Einstieg für das Video und dann kann man immer noch diese lange Passage von dem Englisch-Ding einblenden. Ich hätte es allerdings nicht direkt am Anfang gemacht, aus videoschnitttechnischen Gründen, weil es diese, wie wir schon besprochen haben, die Aufmerksamkeit des Zuschauers nicht abholt. Wenn man jetzt auf die Musik geht, dann ist über das ganze Video eigentlich so eine gruselige Grundstimmung. Ich würde sagen, dass die Musik hierzu nicht richtig passt, weil es ja kein Horrorfilm in der Hinsicht ist. Ich hätte eher so trappige Exposing-Musik, wie zum Beispiel in den Rezo-Videos, wenn er jetzt die CDU wieder exposed, reingemacht, weil es einfach mehr diesen Mut hat, dass man den Schneider als Doku darnimmt, aber es gleichzeitig ja dieses Böse hat und nicht ganz Fröhliche. Deswegen hätte ich das eher gemacht, weil es ja mehr auf die Kacke hauen soll. Das wäre es wieder von der Musik gewesen. Also ihr seht, es sind oft dieselben Probleme, die in diesen Videos waren. Und ein ganz großer Problem war wieder, wenn man jetzt weg vom Videoschnitt geht, die Stimme. Ihr müsst gucken, Stimme richtig einsetzen, stark betonen, wie sagt man was, wie drückt man sich richtig aus, dann habt ihr eigentlich schon richtig große Probleme weg. Ja, fasst man heute die Probleme der Videos zusammen, die eingesendet wurden, dann sind das die Probleme Musik, Stimme, Aufmerksamkeit, Zielgruppe und Interesse. Achtet immer auf die Musik. Passt die Musik wirklich dazu, zu dem Thema, was ihr habt, zu der Grundstimmung des Videos? Schneidet nicht in die Musik rein, macht das nicht zu laut, macht sie nicht zu leise. Die Stimme bewusst einsetzen, gegebenenfalls auch Audiokorrektur im Schnitt vornehmen. Sonst wird das Video ziemlich schnell sehr langweilig. Nicht mal vom Inhalt, sondern einfach für dem, wie es rübergebracht wird. Aufmerksamkeit. Achtet darauf, dass ihr im Schnitt immer die Aufmerksamkeit eures Zuschauers behaltet. Da gibt es verschiedene Stilelemente, ich werde dazu vielleicht nochmal ein extra Video machen, aber vor allem, wenn es um die ersten paar Sekunden geht. Verschwendet diese nicht direkt mit englischen Clips oder Ungenauigkeiten. Gebt direkt das Thema des Videos vor. Viertens, Zielgruppe. Achtet darauf, für welche Zielgruppe ihr das macht. Das war zum Beispiel ein sehr guter Beispiel bei dem 50 Tage Minecraft Video. Es ist einfach perfekt an die Zielgruppe angepasst.
da war nur das Problem die Stimme. Und fünftens, generell, was alles zusammenpackt, warum sollte sich ein Zuschauer dieses Video anschauen? Da will ich vor allem darauf eingehen, Stream-Highlights oder Montagen. Montagen ist halt einfach nur, okay, Kills und das war's. In Bezug zu euch und eurem Kanal hat man nicht so richtig, man schaut es sich vielleicht einmal an. Und wenn man vor allem das nicht ganz geil editiert, nicht ganz krass ist in dem, was man in der Montage macht, wird dieses Video einfach nicht euren Kanal langfristig nach vorne heben. Genauso wenig wie Stream-Highlights. Wenn euch Leute nicht kennen, werden sie wahrscheinlich auch nicht durch Stream-Highlights euch kennenlernen, weil sie nicht auf diese Videos klicken werden, weil sie euch ja nicht kennen. Warum sollten sie dann Stream-Highlights anschauen? Das waren so meine 5 Tipps. Achtet einfach auf diese Tipps. Dann würde ich sagen, falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls euch generell solche Videos gefallen, könnt ihr auch diesen Kanal gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein, Leute, und ciao!